Guten Abend, liebe Kinder. Ich will euch nun die Sternenlegende von dem russischen Dichter Leo Tolstoi vorlesen. Hört gut zu. Vor langer, langer Zeit herrschte einmal eine große Trockenheit im Lande. Alle Flüsse, Bäche und Brunnen waren ausgetrocknet, die Bäume, die Büsche und die Gräser waren verdorrt und Menschen und Tiere starben vor Durst. Eines Nachts trat ein kleines Mädchen mit einem Krüglein aus einem Hause, um Wasser für seine kranke Mutter zu suchen. Doch es fand nirgends welches, legte sich im Felde müde ins Gras nieder und schlief ein. Als es erwachte und nach dem Krüglein griff, hätte es dessen Inhalt beinahe verschüttet. Das Krüglein war nämlich voll reinen, frischen Wassers. Das Mädchen freute sich und wollte erst selbst davon trinken, besann sich aber darauf, dass es dann nicht mehr für die Mutter reichen würde, und lief mit dem Krüglein nach Hause. Dabei beeilte die Kleine sich so, dass sie nicht bemerkte, dass ein Hündchen vor ihren Füßen lag. Sie stolperte darüber und ließ das Krüglein fallen. Das Hündchen winselte kläglich. Die Kleine aber griff nach dem Krüglein. Sie glaubte, das Wasser verschüttet zu haben. Aber das Krüglein stand aufrecht da und alles Wasser war noch drin. Nun goss sich das Mädchen ein wenig Wasser auf die flache Hand, das Hündchen leckte es auf und wurde wieder munter. Als nun das Mädchen wieder nach dem Krug griff, sah es, dass er von Silber war, während er früher aus Holz gewesen war. Das Mädchen brachte ihn nach Hause und reichte ihn der Mutter. Aber die Mutter sagte, ich muss ja sowieso sterben, trink lieber selbst davon, und gab es zurück. Im selben Augenblick verwandelte sich das Gefäß aus einem silbernen in ein goldenes Krüglein. Jetzt konnte das Mädchen seinen Durst nicht mehr überwinden und wollte das Krüglein schon an die Lippen führen, als plötzlich die Tür aufging, ein Wanderer eintrat und um einen Trunk bat. Das Mädchen schluckte seinen Speichel hinunter und reichte dem Wanderer das Krüglein. Da traten aus dem Krüglein plötzlich 7 prächtige Diamanten hervor. Aus dem Innern aber ergoss sich ein gewaltiger Strahl reinen, frischen Wassers. Die 7 Diamanten lösten sich los, erhoben sich über die Erde und stiegen höher und höher empor, bis sie den Himmel erreichten. Hier blieben sie stehen. Es sind die Sterne des großen Bären. Thank you.
Es waren einmal drei alte Weiber, die gern einen Pfannekuchen essen wollten. Da gab die erste ein Ei dazu, die zweite Milch und die dritte Fett und Mehl. Als der dicke, fette Pfannekuchen fertig war, richtete er sich in der Pfanne in die Höhe und lief den drei alten Weibern weg und lief immer zu und lief kantapper, kantapper in den Wald hinein. Da begegnete ihm ein Häschen und rief, »Dicker, fetter Pfannekuchen, bleib stehen, ich will dich fressen!« Der Pfannekuchen antwortete, »Ich bin drei alten Weibern entlaufen und soll dir, Häschen Wipstert, nicht entlaufen!« und lief kantapper, kantapper in den Wald hinein. Da kam ein Wolf herangelaufen und rief, »Dicker, fetter Pfannekuchen, bleib stehen, ich will dich fressen!« Der Pfannekuchen antwortete, »Ich bin drei alten Weibern entlaufen und Häschen Wipstert und soll dir, Wolf Dickstert, nicht entlaufen!« und lief kantapper, kantapper in den Wald hinein. Da kam eine Ziege herzugehüpft und rief, »Dicker, fetter Pfannekuchen, bleib stehen, ich will dich fressen!« Der Pfannekuchen antwortete, »Ich bin drei alten Weibern entlaufen und Häschen Wipstert und Wolf Dickstert und soll dir, Ziege Langbart, nicht entlaufen!« und lief kantapper, kantapper in den Wald hinein. Da kam ein Pferd herbeigesprungen und rief, »Dicker, fetter Pfannekuchen, bleib stehen, ich will dich fressen!« Der Pfannekuchen antwortete, »Ich bin drei alten Weibern entlaufen und Häschen Wipstert und Wolf Dickstert und Ziege Langbart und soll dir, Pferd Plattfaut, nicht entlaufen!« und lief kantapper, kantapper in den Wald hinein. Da kam ein Schwein dahergerannt und rief, »Dicker, fetter Pfannekuchen, bleib stehen, ich will dich fressen!« Der Pfannekuchen antwortete, »Ich bin drei alten Weibern entlaufen und Häschen Wipstert und Wolf Dickstert und Ziege Langbart und Pferd Plattfaut und soll dir, Schwein Kringelstert, nicht entlaufen!« und lief kantapper, kantapper in den Wald hinein. Da kamen drei Kinder daher, die hatten keinen Vater und keine Mutter mehr und sprachen, »Lieber Pfannekuchen, bleib stehen, wir haben noch nichts gegessen den ganzen Tag.« Da sprang der dicke, fette Pfannekuchen den Kindern in den Korb und ließ sich von ihnen essen. Na also, dann könnt ihr ja jetzt auch den Kinderchor hören. Steht in euren Lesebüchern wohl noch das schöne Gedicht vom Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland? Jedes Jahr im Herbst kommt es mir in den Sinn. Und heute möchte ich es wieder einmal für euch sprechen. Es geht so. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit, da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Prantinen ein Junge daher, so rief er, »Junge, wisst denn wer?« Und kam ein Mädel, so rief er, »Luther, komm mal rüber, ich hab ein Bär.« So ging es viele Jahre, bis Lobesam, der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende. Es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit. Da sagte von Ribbeck, ich scheide nun ab, legt mir eine Birne mit ins Grab. Und drei Tage drauf aus dem Doppeldachhaus trugen von Ribbeck sie hinaus. Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht sangen, Jesus meine Zuversicht. Und die Kinder klagten das Herz so schwer, »Er ist nur tot, wer gibt uns nun Bär?« So klagten die Kinder. Das war nicht recht, ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht. Der neue freilich, der knausert und spart, hält Park und Birnbaum strenge verwahrt. Aber der alte, vorahnend schon und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn, der wusste genau, was damals er tat,
als um eine Birne ins Grab er bat. Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprössling sproßt heraus. Und die Jahre gehen wohl auf und ab, längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab, und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit. Und kommt ein Jung über den Kirchhof her, so flüstert's im Baum, »Wisst ihr ne Bär?« Und kommt ein Mädel, so flüstert's, »Lütern, komm mal Röwe, ich gebe dir einen Bären.« So spendet Segen noch immer die Hand des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Wisst ihr, wie das war mit den Heinzelmännchen? Gebt mal gut Acht. Ich habe euch das Gedicht mitgebracht. Hier ist es. Wie war zu Köln es doch vor dem mit Heinzelmännchen so bequem? Denn war man faul, man legte sich hin auf die Bank und pflegte sich. Da kamen bei Nacht, ehe man's gedacht, die Männlein und schwärmten und klappten und lärmten und rupften und zupften und hüpften und trabten und putzten und schabten. Und ehe ein Vollpelz noch erwacht, war all sein Tagewerk bereits gemacht. Beim Bäckermeister war nicht Not, die Heinzelmännchen backten Brot. Die faulen Burschen legten sich, die Heinzelmännchen regten sich und ächzten daher mit Säcken schwer und kneteten tüchtig und wogen es richtig und hoben und schoben und fickten und backten und klopften und hackten. Die Burschen schnarchten noch im Chor, da rückte schon das Brot das Neue vor. Einst hat ein Schneider große Pein, der Staatsrock sollte fertig sein, warf hin das Zeug und legte sich hin auf das Ohr und pflegte sich. Da schlüpften sie frisch in den Schneidertisch und schnitten und rückten und nähten und stickten und fassten und passten und strichen und guckten und zupften und ruckten und ehe ein Schneiderlein erwacht, war Bürgermeisters Rock bereits gemacht. Neugierig war das Schneiders Weib und macht sich diesen Zeitvertreib, streut Erbsen hin, die andere macht. Die Heinzelmännchen kommen, sagt, eins fährt nun aus, schlägt hin im Haus, die gleiten von Stufen und plumpen in Kufen, die fallen mit Schallen, die lärmen und schreien und vermaledeien. Sie springt hinunter auf den Schall mit Licht, husch, 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 verschwinden all. Oh weh, nun sind sie alle fort, und keines ist mehr hier am Ort. Man kann nicht mehr wie sonsten ruhen, man muss nun alles selber tun. Ein jeder muss fein selbst fleißig sein und kratzen und schaben und rennen und traben und schniegeln und bügeln und klopfen und hacken. Ach, dass es noch wie damals wär, doch kommt die schöne Zeit nicht wieder her. Euch morgen wecken tut.
Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben, und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen, und kein Bettchen mehr darin zu schlafen, und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach: »Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig.« Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte: »Gott segne dir es«, und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach: »Es friert mich so an meinem Kopfe, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann.« Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror. Da gab es ihm seins. Und noch weiter, da bat eins um ein Röcklein. Das gab es auch von sich hin. Endlich gelangte es in einen Wald und es war dunkel geworden. Da kam noch eins und bat um ein Hemdlein. Und das fromme Mädchen dachte: »Es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand. Du kannst wohl dein Hemd weggeben.« Und zog das Hemd ab und gab es auch noch hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren lauter harte, blanke Taler. Und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues an. Und das war vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es sich die Taler hinein und war reich für seinen Lebtag. Und nun das Abendlied. Der Kinderchor singt: »Der Mond ist aufgegangen.« Alle Kinder, die heute Namenstag oder Geburtstag feiern, beglückwünsche ich herzlich und hoffe, sie hatten einen frohen Tag. Allen kranken Kindern wünsche ich gute Besserung. Geht nun flink in euer Bettchen und schlaft wohl. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Thank you.
Guten Abend, liebe Kinder. Was, ihr wollt noch nicht zu Bett? Ihr seid noch nicht müde, wo alles müde ist? Die Sonne sogar und das Bäumchen und der Vogel im Baum? Ich glaube, ihr wisst nur nicht, wie müde auch ihr seid. Hört einmal her. Sonne hat sich müde gelaufen, spricht, nun lass ich sein, geht zu Bett und schließt die Augen und schläft ruhig ein. Bäumchen, das noch eben rauschte, spricht, was soll das sein? Will die Sonne nicht mehr scheinen, schlaf ich ruhig ein. Vogel, der im Baum gesungen, spricht, was soll das sein? Will das Bäumchen nicht mehr rauschen, schlaf ich ruhig ein. Häschen spitzt die langen Ohren, spricht, was soll das sein? Hör ich keinen Vogel singen, schlaf ich ruhig ein. Jäger höret auf zu blasen, spricht, was soll das sein? Seh ich keinen Hasen laufen, schlaf ich ruhig ein. Kommt der Mond und guckt herunter, spricht, was soll das sein? Kein Jäger lauscht, kein Häschen springt, kein Vogel singt, kein Bäumchen rauscht, kein Sonnenschein, und's Kind allein will wach noch sein. Nein, 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 mein Kindchen macht es ebenso, mein Kindchen schläft schon ein. Wie meint ihr? Euer Schlafliedchen? Ja, natürlich, das dürft ihr noch hören. Der Kinderchor steht ja schon bereit. Der König und der Schweinehirt heißt ein deutsches Volksmärchen, das ich euch heute erzählen will. Gebt acht. Es war einmal ein König, der setzte 500 Mark aus und eine Flasche Wein für den, der ihn so belügen würde, dass er ihm nicht glauben könne. Darum gingen viele zu ihm hin, dem Gelde zuliebe. Aber was sie ihm auch erzählten, er glaubte alles. Nun war da ein Schweinehirt, der sagte zu seiner Frau, ich gehe hin und belüge den König. Was ich ihm sage, das glaubt er nicht. Und der Schweinehirt ging zum König. Herr König, ich komme, euch zu belügen. Und was ich sage, das glaubt ihr bestimmt nicht. Gut, sagte der König, da liegen 500 Mark und da steht eine Flasche Wein. Die sollst du haben, wenn ich dir nicht glaube. Der König holte zwei Gläser und schenkte Wein ein. Dann sagte er, jetzt solle er ihm einmal erzählen. Also, Herr König, sagte der Schweinehirt, ich setzte heute Nacht eine Bohne. Oh ja, das will ich glauben, ihr seid ein guter Pflanzer. Jetzt trinkt einmal, sagte der König. Sie stießen zusammen an und tranken. Und die zweite Nacht, Herr König, da war die Bohne so hoch gewachsen wie ein Haus. Oh ja, das will ich glauben, sagte der König. Sie tranken noch einmal. Die dritte Nacht, Herr König, gab ich ihr eine Stange bis an den Himmel. Das will ich glauben, sagte der König wieder, und sie tranken noch einmal einen Schluck. Und die vierte Nacht, Herr König, bin ich an der Stange bis in den Himmel hineingeklettert, und wisst ihr, was ich im Himmel sah? Da sah ich euren Vater und eure Mutter. So, das will ich glauben, sagte der König, du bist ein guter Kletterer, und meine Eltern waren brave Leute, die sind im Himmel. Ja, wisst ihr denn, was sie im Himmel treiben?
Nein, sagte der König, das weiß ich nicht. Also, sagte der Schweinehirt, euer Vater und eure Mutter sind im Himmel Schweinehirten. Euer Vater hat die Peitsche in der Hand und eure Mutter die Trompete. Da schrie der König, du Lügner, mein Vater und meine Mutter sind im Himmel, aber sie hüten keine Schweine. Also, Herr König, ihr glaubt es nicht. Da rief der König, nein, das glaube ich nicht. Gut, Herr König, gebt mir das Geld und gebt mir den Wein. Ja, sagte der König, nimm das Geld und die Flasche Wein, aber komm hier nicht mehr ins Haus, denn das glaube ich nicht. So hatte der Schweinehirt die Wette gewonnen. Hört noch das Märchen vom Hirtenbüblein von den Brüdern Grimm. Es war einmal ein Hirtenbüblein, das war wegen seiner weisen Antworten, die es auf alle Fragen gab, weit und breit berühmt. Der König des Landes hörte auch davon, glaubte es nicht und ließ das Bübchen kommen. Da sprach er zu ihm, »Kannst du mir auf 3 Fragen, die ich dir vorlegen will, Antwort geben?« So will ich dich ansehen wie mein eigen Kind, und du sollst bei mir in meinem königlichen Schlosse wohnen. Sprach das Büblein, wie lauten die 3 Fragen? Der König sagte, die erste lautet, wie viel Tropfen Wasser sind in dem Weltmeer? Das Hirtenbüblein antwortete, Herr König, lasst alle Flüsse auf der Erde verstopfen, damit kein Tröpfler mehr daraus ins Meer läuft, das ich nicht erst gezählt habe. Dann will ich euch sagen, wie viel Tropfen im Meere sind. Sprach der König, die andere Frage lautet, wie viel Sterne stehen am Himmel? Das Hirtenbübchen sagte, gebt mir einen großen Bogen Papier. Und dann machte es mit der Feder so viel feine Punkte darauf, dass sie kaum zu sehen und fast gar nicht zu zählen waren, und einem vergingen, wenn man darauf blickte, die Sinne. Darauf sprach es, so viel Sterne stehen am Himmel, als hier Punkte auf dem Papier sind. Zählt sie nur. Aber niemand war dazu imstand. Sprach der König, die 3. Frage lautet, wie viel Sekunden hat die Ewigkeit? Und da sagte das Hirtenbüblein, in Hinterpommern liegt der Demantberg. Der hat eine Stunde in die Höhe, eine Stunde in die Breite und eine Stunde in die Tiefe. Dahin kommt alle 100 Jahre ein Vöglein und wetzt sein Schneeblein daran. Und wenn der ganze Berg abgewetzt ist, dann ist die erste Sekunde von der Ewigkeit vorbei. Da sprach der König, du hast die 3 Fragen aufgelöst wie ein Weiser und sollst fortan bei mir in meinem königlichen Schlosse wohnen und ich will dich ansehen wie mein eigenes Kind. Thank you.
Kennt ihr die lustige Geschichte von den 5 Handwerksburschen auf Reisen? Nein? Dann passt schön auf, ich erzähle sie euch. Einmal zogen 5 Handwerksburschen aus einem Orte auf die Wanderschaft und hatten sich versprochen, dass sie sich nicht trennen wollten. Wie sie nun schon ein gut Stück Weges gegangen waren, fiel's dem einen plötzlich ein, ob sie wohl noch alle 5 beisammen wären. Und er sagte es seinen Kameraden. Da standen sie alsbald still, und der eine fing an zu zählen. Ich bin ich, 1, 2, 3, 4. Ach du liebe Zeit, wie erschraken sie da, dass einer fehlte. Sie zählten nun einer nach dem anderen und brachten nur immer 4 heraus. Ich bin ich und 1, 2, 3, 4. Da kam ein Fremder daher und fragte, was sie hätten. Sie sagten's ihm und baten, er solle doch suchen helfen. Der Mann aber riet, sie sollten alle ihre Nasen einmal in den Sand stecken und dann die Löcher zählen. Das taten sie und da kamen richtig 5 Nasen heraus und nun wussten sie gewiss, dass sie noch keinen Kameraden verloren hatten und setzten vergnügt ihre Reise fort. Wer von euch kennt das Märchen vom Mann im Monde? Hört nur gut zu. Es geht so. Vor uralten Zeiten ging einmal ein Mann am Sonntagmorgen in den Wald, haute sich Holz ab, ein großmächtiges Bündel, nahm es auf den Rücken und trug es nach Hause. Da begegnete ihm unterwegs ein Mann in Sonntagskleidern, der wollte wohl in die Kirche gehen, blieb stehen, redete den Holzträger an und sagte: Weißt du nicht, dass auf Erden Sonntag ist? Der Tag, an dem der liebe Gott ruhte, als er die Welt und alle Tiere und Menschen geschaffen hatte? Weißt du nicht, dass geschrieben steht im 3. Gebot, du sollst den Feiertag heiligen? Der Fremde aber war der liebe Gott selbst. Jener Holzhauer jedoch war ganz verstockt und antwortete: Sonntag auf Erden oder Montag im Himmel, was geht das mich an und was geht das dich an?
So sollst du dein Reisigbündel tragen ewiglich, sprach der liebe Gott. Und weil der Sonntag auf Erden dir gar so wenig ist, so sollst du in Zukunft ewigen Montag haben und im Monde stehen, ein Warnungsbild für alle, die den Sonntag mit Arbeit schänden. Von der Zeit an steht im Monde immer noch der Mann mit dem Holzbündel und wird wohl auch so stehen bleiben bis in alle Ewigkeit. Herzliche Glück- und Segenswünsche sage ich jedem Kind, das heute Namenstag oder Geburtstag feiert, jedem Krankenspatz aber liebe Grüße und gute Genesungswünsche. Geht nun zu Bett, liebe Kinder, und schlaft gesund und kugelrund bis morgen früh zur Kaffeestund. Gute Nacht.